Hallöchen und herzlich willkommen beim Handysimulator 2023. Es klingelt mal wieder. Hallihallö, ich habe eine Idee für ein neues Sommerprodukt, aber jemand muss mir mit dem Prototypen helfen. Bist du dabei? Ja, wegen mir gerne. Lass uns, das wollte ich doch auch machen und das auch. Naja, wir gucken es uns an, ja? Warte. Wir machen mal eben noch deinen letzten Auftrag, nee, den Chia-Auftrag fertig. Und dann klappt das schon. Ich muss mal eben gucken, hier ist noch ein bisschen Handicap. 10, weißt du? Wir brauchen mehr Schweiß. Hier ist alles weggearbeitet, das heißt, wir können die schon mal reparieren. Und damit nochmal ein Danke für alle, die die letzten Folgen so zahlreich geliked und kommentiert haben. So, Schweißstation ist dran. Komm, dann reparieren wir die sinnvollerweise auch mal. Nee, brauchen wir nicht. Komm. So, was willst du denn von uns? Prototyp. 4 Einheiten. Ja, komm, wir können ja mal einen Plan erstellen. Kriegen wir das? Ach du, ach, ach, ach du Kacke. Das ist alles schon vorgegeben hier. Ja gut, okay. Was willst du denn hier unten machen? Was brauchen wir denn? Wir sind bei 9 bis 29. Na, dann können wir doch immer das Schlechteste nehmen. Hier. 3 bis 5, 3 bis 5, 3, 2 bis 4, 3 bis 5, 4 und 5. Ich würde mich an den Bratwürstchen orientieren, das wäre dann da. Das ist schon zu viel. So, was brauchst du noch? Du hast ein paar Griffe zur Verfügung. Wir brauchen 26 bis 30. Wir brauchen relativ viel hier unten. Na, dann würde ich den Holzgriff nehmen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir oben irgendwas hinkriegen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Rot, ne? So. Hier können wir jetzt immer das Billigste nehmen. Hier nehmen wir auch das Billigste. Passt. Alles klar. Ach, du brauchst noch was. Was nehmen wir denn? Was, machen wir so rot, ne? So ein bisschen Umbrella Corporation. Wo wir doch gerade, ich weiß gar nicht, wenn dieses hier kommt, haben wir da vielleicht schon Resident Evil aufgenommen? Ich weiß es nicht. Also wenigstens schon mal eine Folge gestreamt. Ich kann es euch nicht sagen. Ist auf jeden Fall ein relativ aufwendiges Ding hier. Die Holzverarbeiter haben echt was zu tun, aber es ist ja nur eine kleine Stückzahl. Dann können wir das ja mal eben machen. So, zusammenbauen und zusammenbauen. Alles klar, 4 Stück. Was schmeißen wir denn weg? Da schmeißen wir 6 Stück weg. Okay, aber es ist ja auch ein Auftrag. Komm, lass es uns einfach versuchen, oder? Hauptsache, ihr werdet fertig. Ihr habt noch einen Tag 16 Stunden. 22 Stunden für den Auftrag. War vielleicht ein bisschen voreilig, ne? Aber ist ja, jeder Arbeitsschritt ist ja eigentlich nur ein, zwei Mal. Also insofern sollte das ja überschaubar sein. Hauptsache hier unten wird weitergemacht. Könnt ihr jetzt mal bitte auf Pause verzichten, ihr Idioten? Ja, das sind Eilaufträge. Da haben wir keine Zeit für Schnittchen essen. Ihr Kackbratzen. Ich hasse euch. Metallverarbeitung macht seinen Job, das ist gut. Da ist ein Keul, ne? Ihr macht das schon.
Und ein Ding, Schnittchen. Die sind sowas von verfressen und versoffen. Die sollen keine Pause machen. Können die nicht einfach mal, guckt ihr das mal an, die machen nur Pause, nur Pause. Die gehen mir auf den Sack, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also dieses nur Pause machen, ne? Jetzt lassen sie den Auftrag liegen, oder was? Ich habe gedacht, die kleine Stückzahl kriegen die hin, weißt du? Habe ich mich wohl vertan. Naja, wenigstens er arbeitet noch. Unser Private Dancer. Und er nutzt die Schutzmaske, das ist gut. Diese Schweißermaske. Ja, Gumpa, Gumpa, Gumpa. Kann, mach doch eben fertig, Junge. Danach könnte er ja Gumpa Gumpa machen. Aber das ist halt der Unterschied zwischen mir und Gnom. Ich hätte das mal eben fertig gemacht und hätte dann gesagt, jetzt kann ich Pause machen. Ich habe meinen Job ja gemacht. Nee, er lässt einfach alles liegen. Komm, jetzt ist Pause wichtig. Da siehst du sofort den Unterschied zwischen den guten Arbeitnehmern und den schlechten Arbeitnehmern. Das faule Ranzpack. Ist mir egal, ich habe jetzt Pause. Ich brauche jetzt ein Schnittchen. Ich kann jetzt nicht noch arbeiten. Jeder Selbstständige hätte das eben fertig gemacht. Jeder Selbstständige. Außer die Stinkfaulen. Wird eng, ne? Wer braucht denn gerade so lange? Ja gut, die Holzbearbeiter, die sind natürlich schlecht dran, ne? Wo sind denn die Holzbearbeiter? Bei den Pause? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden damit nicht fertig, ne? Der rote Balken wird ja immer größer statt kleiner. Wie viel hast du denn noch für den anderen Auftrag? Noch 5. Hm. Oh, guck mal, wie der abgeht hier. Los, geht arbeiten! Da sind zu wenig Stationen, da habe ich mich verrechnet. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Was passiert, wenn wir so ein Ding nicht fertig kriegen? Schade. Ja, der hat mir zu wenig Zeit gelassen. Gibt das jetzt eine fette Konventionalstrafe? Nö. Ach, steh doch nicht da rum, Mensch. Du Affe. Schön am Arsch kratzen, genau. Sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Schade. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ist mein Fehler, ich weiß. Der hat noch 4 Sachen, ist klar. Macht natürlich auch wieder Pause. Aber er arbeitet wenigstens. Ist positiv eher aufgefallen. Guckt euch das mal an. Da komme ich nicht hinterher. Das schaffe ich nicht. Das fange ich nicht mehr an. Ja, die Holzverarbeiter habe ich unterschätzt, dass die so lahmarschig sind. Die haben nicht die richtigen Maschinen dafür. Upsa, Entschuldigung. Was gibt's denn an Konventionalstrafen bei sowas? Da leidet jetzt der Ruf, ne? Ja, ihr seht, es ist schon sinnvoll, wenn die Werkstätten komplett ausgerüstet sind und dass du alle Aufträge mal eben machen kannst, weil ich habe nicht darauf geachtet. Ich habe gedacht, die kleine Menge, das schaffen die doch. Nein, schaffen die nicht, weil die Zeit halt so wahnsinnig kurz war. Ne? Komm nicht hinterher. Die Frist ist definitiv zu kurz für so einen Auftrag. Ist noch nicht einer zusammengebaut. Der Umbrella-Schirm liegt da zwar schon, aber naja. Wir haben eine Beförderung. Wer denn? Ach, guck mal, hier, Achim. Ja, die Holzwerkstatt ist nicht ideal, das stimmt. Da bin ich bei euch.
Aber der Skia-Auftrag, wir versauen den hier. Ja? Ist okay. Dann leidet der Ruf. Bestimmt verlieren wir unsere erfüllte Aufgabe, aber dann gehen wir die ab und dann ist der Ruf wieder hergestellt. So ist der hoffnungsvolle Plan. Was sagst du? Tja, ich habe leider nichts für dich. LKW in Ladebucht angekommen. Das hatten wir so nicht vereinbart. Du hast 0% der Bestellung der UV-Filtergrill geliefert. Ich habe mehr erwartet. Ich bezahle dir, was du geliefert hast. Bezahlung erhalten 0. Markt leer, ja. Ja, danke. Sorry. Es tut mir leid. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Aber maximale, wir sind noch befreundet, alles klar. Ja, komm, die 4, die legen wir auf Lager. Vielleicht kriegen wir sie ja mal irgendwann. Dann liefern wir so einfach aus. Markt leer, ja. So, komm, aber die Skier schaffen wir noch, oder? Einmal reparieren, bitte. Hier ist auch nichts mehr zu tun. Das heißt, die können wir auch schon mal wieder reparieren. Ja, schaffen wir, denn den würde ich ja gerne machen. 25 Einheiten in 4 Tagen. Warum machst du eigentlich jedes Mal einen neuen Plan auf? Kannst du nicht Plan 1 nehmen? Der war doch super. Gut, war nicht, aber wenn wir vielleicht... wir brauchen was mit Würstchen. So, jetzt hätten wir 5 Würstchen. Und dann nehmen wir das hier. Dann sind wir bei 9. Lass uns mal hier unten gucken. Was fehlt uns denn? Ja, ich würde ja den machen. So, guck, geht doch. So. Dann hier, Grill haben wir ja schon mal gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn das was Neues wäre. Mein 100 Mal an der Maschine ist natürlich eine Hausnummer, ne? Gucken wir mal. Also wir brauchen 2 Tage 20. 44.000 Profit. Fussel ist dabei. Hat irgendjemand von euch gesagt, guck mal, wir brauchen 2 Tage 20, 4 Tage haben wir Zeit. Hat einer von euch gesagt, das bringt nichts? Also, entschuldigt mal. Jetzt mal ernsthaft. 25 Einheiten, alles klar. Also bringt nichts, sieht anders aus. 44.000 plus. Das ist aber für den Fussel ist das aber ein schöner Tag. Wäre ja schön, wenn die LKW-Schlange hier warten würde, ne? Das wäre geil. Tut's aber nicht. Materialien werden geliefert. Ist auch nicht wenig, was geliefert wird. Aber muss ja auch mal sein, ne? Schön mithelfen, bitte. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Wir wissen ja, wie ungeduldig diese Helfer da sind. Die Transporteure. Ah, ein bisschen roter Bereich.
Mach mal die Gartenausstattung für die Umbrella Corporation fertig. Die lagern wir einfach irgendwo ein. Schön, wie die Coils hier gestapelt werden, ne? Hier längs, da quer. Cool. Seid ihr noch an dem anderen Auftrag dran? Nee, glaube ich nicht. Ja? Man weiß es nicht so genau. Ihr macht das schon. Wo stellt er die eigentlich hin, die Grills? Ja, bleib du mal schön da stehen, guck dir das an, was du geleistet hast. Und jetzt such dir schnell einen Job. Warum bist du eigentlich hier? Holzverarbeitung ist hier unten. Ich verstehe das nicht. Warum setzt du zusammen, obwohl ich Zusammensätze habe? Und der, der eigentlich da nicht, der arbeitet hier unten beim Holz, wo du arbeiten könntest? Seltsam. Könnt ihr bitte mal einmal bei den Skiern helfen? Wäre es lovely. Du machst jetzt Metallverarbeitung, oder was? Ich verstehe das nicht. Wir haben doch Holzverarbeitung, oder nicht? Und macht jetzt der Chemietyp macht jetzt Holz. Mhm. Während der Holztyp zusammenbaut. Und was macht der, der zusammenbaut? Der ist jetzt im Metall. Und der Metall macht jetzt Chemie, oder was? Du hättest doch mal eben einen mitnehmen können. Fauler Sack. Die bauen lieber zusammen. Ist unglaublich, oder? Anstatt mal eben mitzuhelfen, Lager leer zu machen, Geld zu verdienen für die Firma. Der ist doch gleich wieder mockig. Wir wissen doch, wie sie sind. Er kümmert sich auch lieber um den Umbrella-Schirm. Mhm. Was ist los? Ich war es nicht. Achso, neue Aufträge. Ja, 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 ja. So, Skier eingeladen. Dann verdienen wir wieder ein bisschen Geld. Ich habe gerade die Lieferung für die Skier bekommen. Die sehen super aus. Die Leute starren schon, während ich die auspacke. Hoffentlich können wir diese Zusammenarbeit fortsetzen. 7000 Erfahrung erhalten und 6685 Geld erhalten. Ja, wir arbeiten weiter zusammen, keine Sorge. Ich mache ja gerade schon wieder was für dich. So, hier müsst ihr jetzt so gut wie fertig sein, oder? Die Jungs laufen im Duett. Ja, der rote Streifen ist überschaubar klein. Ja, wird gerade wieder größer. Aber es ist ja auch immer so, ne? Wenn die... Nee, hier wird nichts weggeschmissen. Bist du blöd? Die bleiben mal schön im Lager stehen. Vielleicht brauchen wir sie ja mal irgendwann, weiß ich ja nicht. Wir haben 3 Punkte. Für was könnten wir die nutzen? Praktikumsprogramm? Ich traue mich nicht. Wobei, was haben wir in Grundstücke? Nee. Angestelltenobergrenze? Nee. Noch brauchen wir sie nicht. Die müssen wir ja auch bezahlen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? So, hier sind keine Coins mehr drin. Hier sind noch 10 Stück. Dann sind die Maschinen auch schon wieder fertig. Ich weiß ja nicht, ob es die jemals gibt, diese Umbrella-Schirme hier. Ich lasse mal liegen. Ne? Vielleicht gibt es die ja noch. Dann können wir sie sofort ausliefern. Man muss ja einfach mal abwarten, ne? Aber wisst ihr, was mich verwundert? Sie sind schon wieder 20 Minuten Aufnahmezeit rum.
bleibt denn die Zeit, verdammt? Das ist ja unglaublich. Aber ich kann keine Halbstundenfolgen machen, dann komme ich nicht hinterher, das schaffe ich nicht. Na gut. Dann habt ihr jetzt natürlich nur noch einen Job. Ihr geht jetzt in das YouTube-Menü und gebt dem Ding hier einen Daumen nach oben. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Und wer es noch nicht gemacht hat, der kann ja auch gerne diesem Kanal mal ein Abo dalassen. Kostet euch nichts und wenn ihr die Glocke knuddelt, dann kriegt ihr auch eine Nachricht, dass ein neues Video hochgeladen ist. Es sind ja nur 6 Benachrichtigungen oder bis zu 6 Benachrichtigungen am Tag. Selten mal 7, öfters mal 5. Also insofern genug Videomaterial gibt es. Ich mache an der Stelle nochmal Werbung für Alarmstufe Rot 2 aus der Command & Conquer Serie. Alle 3 Tage um 19 Uhr. Zusammen mit einem sehr guten Grounded Let's Play. Ja, nutzt es doch mal. Guckt es euch mal an. Vielleicht interessieren euch die Spiele ja auch. Und dann habt ihr hier auf jeden Fall ein schönes Let's Play. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Little Big Workshop oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao!